Seite. Willkommen bei Bastioning. Wir lesen heute keine Spuren, sondern Reifen. Und der Dani wird euch jetzt erklären, was die ganzen Ziffern auf dem Reifen bedeuten. Ja, schieß los. Fangen wir an. Also vorab im Kfz-Bereich jede Zahl, also jede die Zahl, die eine Länge angibt, in Millimetern. Fangen wir an. 195-65R14 ist dann die Reifenbezeichnung. Nicht die Bezeichnung, sondern also der Größe und sowas. Und jetzt gehen wir ins Detail. Also 195 bedeutet, dass die Reifenlauffläche, also der Teil, was auf der Straße liegt, 195 mm breit ist. Dann Querstrich 65 bedeutet einfach nur, dass dieser Teil hier 65% von der Breite der Laubfläche hoch ist. Das wäre dann in unserem Fall 126,75 mm, wäre dieser Teil dann hier hoch. Genau. Dann R heißt Radialreifen, brauchen wir nicht zu wissen, das ist jetzt schon mehr im Kfz-Bereich dann wirklich. Dann, und dann noch die 14, bedeutet, dass das ein 14 Zoll Reifen ist, also geht von diesem Rand hier bis zum unteren. Danach kauft man dann sich auch die Felge dann zum Beispiel. Dann gibt es dann hier noch die 89H, ist dann der Geschwindigkeitsindex, gibt einfach nur an, wie schnell man mit dem Reifen fahren darf. Muss man nicht auswendig wissen, weiß keiner, also manche vielleicht, aber stehen in Büchern drin oder auf Listen. Dann haben wir hier noch die Rotation. Hier. Die gibt einfach nur an, in welche Richtung der Reifen sich dreht. Erkennt man, kann man aber auch leicht ein Muster von dem Profil ablesen. Und zwar, die meisten Reifen gehen immer mit einer Pfeilrichtung in die Fahrtrichtung. Also beim Reifenwechsel darauf achten. So, und dann haben wir noch, was sehr wichtig ist, was aber oft vernachlässigt wird, ist die Reifenprofiltiefe. Da haben wir jetzt, wenn wir schon, also in der Werkstatt nimmt man zum Beispiel solche Profiltiefenmesser her. Die haben hier so einen ausfahrbaren Pfeil. Da geht man dann einfach hier, also noch genauer, es gibt dann hier, sieht man es, hier steht TWI. Das sind ganz kleine Huckel in dieser Rille hier drin, die ganz genau 1,6 mm hoch sind. Und 1,6 mm ist auch unsere vorgeschriebene Mindestreifenprofiltiefe. Und da geht man dann einfach mit diesem Teil über diesen Huckel hier drüber, schiebt ihn da drauf, halt fest und dann liest man einfach hier ab. Also in unserem Fall wären es jetzt ja, 6,5 mm, also noch vollkommen okay. Dann natürlich hat nicht jeder so ein Ding. Also kann man es ganz leicht mit einer 1-Euro-Münze ausmessen oder nachschauen. Und zwar gehen wir dann auch wieder in diese Rille hier rein. Und wenn der Reifen noch diesen goldenen Rand hier knapp überdeckt, dann haben wir noch genug Profil. Wenn der goldene Rand unten noch rausschaut, dann müssen wir den Reifen wechseln. Also das ist eine sehr gute Alternative zum Profiltiefenmessen. Genau. Und ich hätte gesagt, das war's. Gut, das war's von uns. Wir wünschen euch noch viel Spaß beim Reifenwechseln oder Reifen aussuchen. Ja, ciao.